Ey, boah, Corona geht mir so auf die Nerven. Ich habe bald keine Lust mehr. Ja, ey, das macht mich so depressiv. Corona ist so langweilig und nervig. Man weiß ja nie, was man machen kann. Also ich komme gut mit Corona klar. Aber ihr geht mir langsam mit eurem Gejammer auf die Nerven. Ihr werdet euch doch mal wohl 4 Jahre beschäftigen können. Mann! Wenn alle um dich herum Corona positiv sind und du nicht, dann liegt das daran, weil du nie einen Test bestehst. Ab 22 Uhr darf man Essen nicht mehr abholen, liefern lassen, geht aber. Mit dem Hund dürfen Sie rausgehen, ohne Hund dürfen Sie nicht rausgehen. Mit dem Hund können Sie also Essen abholen, ohne Hund dürfen Sie kein Essen abholen. Sie dürfen ab 22 Uhr kein Auto mehr fahren, aber es gibt jetzt eine Ausnahmeregelung, nämlich bis 24 Uhr dürfen Sie zu Fuß rausgehen oder mit dem Roller oder mit dem Fahrrad, mit dem Auto, wie gesagt, allein nicht. Sie dürfen nicht mit Ihrem Ehepartner spazieren gehen, der muss zu Hause bleiben oder einen anderen Weg gehen, wenn er spazieren möchte als Sie. Wenn Sie dann vom Spaziergang wiederkommen, dürfen Sie sich mit Ihrem Ehepartner das Bett teilen, ganz pandemiegerecht. Ihr habt doch die Corona-Warn-App. Das ist wie Tinder, nur rückwärts. Erst trifft man sich, dann sagt die App, du hast ein Match und dann fühlt man sich sehr einsam. Covid-Navidad, Weihnachten wird dieses Jahr hart. I wanna wish you keine Infektion, wanna wish you keine Infektion, wanna wish you keine Infektion und wenn doch mit mildem Verlauf. Guten Morgen, Leute. Da die Kinder mich geweckt haben und da Louis noch schläft, werde ich ihn jetzt wecken. Guten Morgen! Aufstehen! Du hast verschlafen! Los, raus jetzt! Los! Ah! Raus! Los! Ah! Guten Morgen, mein Schatz! Da sagen die Männer immer, die Frauen brauchen länger früh. Verstehe ich nicht. Also, ich sitze im Auto. Dani? Kein Dani da. Wo bleibt er nur? Wer geht ins Krankenhaus? Ich nicht. Ich hab nur Hunger. Was? Ich kenne Kunde, was hat denn noch? Wer geht ins Krankenhaus? Was? Ja. Hunger. Er hat Magenschmerzen. Und in Hannover? Ich hab keinen Schmerz. Sind wir jetzt? Ich hab gar keinen Rückenschmerz. Haha. Ich auch. Ich liebe dich. Nee? Oh, ich möchte so gerne mal wieder dahin, wo ich lange nicht war. Dann geh mal zum Friseur. Schüttel mal bitte für mich. Alter, fürs Gleichgewicht verloren. Ich werde nicht zu alt für so einen Scheiß. Alter! Chrissy, ja. Ich habe ein Geschenk für dich. Oh, cool, was ist denn das? Damit kann man Selfies machen. Damit kann man Selfies machen? Mhm. Oh, cool. Ich probiere es gleich mal aus, ja? So? Und so? Guten Morgen, mein Schatz! Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes. Lieber Stanley, Luis und Leo, auch ich, der liebe Vibes, wünsche euch frohe und ruhige Weihnachten. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Geschenk eine kleine Freude machen. Bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr. Und ab und zu auch mal Pausen machen. Na, was sagt man? Danke, Vibes. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Was machen wir?
Dani ist dran. Oh, Was, bist du besoffen von der Brille? Findest du das Stück? Nein, das ist das Schwächste. Ja. Nina ist noch nicht draußen. Und los. Giraffe! Eine Giraffe. Hä? Biene. Eine Hummel. Oh. Eine Biene sollte das sein. Nein, ein Marienkäfer. Die Punkte sollten rein, nicht draußen sein. Darf ich dich heute Abend zum Essen einladen? So gegen 6? Nee, einfach so. Ich war die ganze Zeit im Büro. Das war bestimmt der Louis. Louis? Hä? Ich war das nicht. Vielleicht war es ja Mio. Mili? Bedabbelt mich nicht schon wieder alle. Ich war es nicht. Dann waren es wohl die Einzelmenschen oder was? Ich, ja. War, ich war's nicht. Oh, ich glaube, da muss man lieber sprühen hier in der ganzen Hütte. Da stinkt es raus. Oh. Ich war's. Papa? Ja? Wo ist das blöde Ding, um die Kartoffeln zu schälen? Mama ist doch einkauft, die ist doch gar nicht da. Oh, ey, dann mach's selber. Oh. Und kaputt. Geht doch. Oh, scheiße. Das erzähl ich, Mama. Nein, das tust du nicht. Das mach ich jetzt. Tschüss. Nein. Sonst erzähl ich, Mama, dass du letzte Woche in die Wohnung gekackt hast. Nicht unsere Hunde. Okay, ich tu's nicht. Aha, du hast mir wohl im Flur gekackt, oder was? Er hat den Becher runtergeschmissen. Aber du hast mir im Flur gekackt. Der Kletteraffe im Zoo ist voll am Klettern. Ah, das ist das Faultier. Das ist das Faultier. Das Faultier. Das ist ein Elefant am Baum. Das Faultier bewegt sich. Das Faultier bewegt sich. Oh, das Faultier bewegt sich. Oh.